So, schönen guten Morgen, liebe Waynes. Herzlich willkommen zum Aufgebraucht, in dem ich euch mal wieder meinen Müll zeige. Auch bekannt unter Verrissen, Verschissen, Tops und Flops. Ich bin heute noch verabredet und zwar in nicht allzu ferner Zukunft und deshalb müssen wir uns ein bisschen beeilen und galoppieren jetzt hier mal durch den Sack hier durch. Ne? Ja, geht immer schneller als man denkt. Ich habe hauptsächlich Haushalt und Badeartikel, aber auch so ein paar Sachen, wo ich dachte, könnte den einen oder anderen interessieren. Mein T-Shirt übrigens, falls jemand fragt, ist circa 2 Jahre alt von Ulla Popken. Das ist ein Kätzchen. So, los geht's mit einem, ist da noch was drin? Nee, mit einem Getränk, was ich ab und zu gerne mal zu mir nehme. Wann war denn da der Verfall? 7/2016 haben wir jetzt auch geschafft. Und zwar heiße Zitrone. Ich mag auch gerne die mit Ingwer. Ich trinke die gerne so alle paar Wochen mal ein Gläschen. Nicht, wenn ich krank bin, sondern einfach, weil ich das voll lecker finde. Dann bin ich ja in meiner Sparphase und habe jetzt hier schon diese Deo-Steine. W5 ist das Aldi? Ich glaube, W5 ist Aldi. Ich mach mal hier, dann können da hier noch ein paar Fische gucken. Ich glaube, W5 ist Aldi. Ich finde die super. Hab da nichts dran zu kritisieren. Das ist jetzt Lemon Fresh, Zitrone, finde ich super. Ich bleibe bei Aldi. Was will ich diese teuren, blöden Kugeln nehmen, ne? W. Machen wir mal auseinander, Müllstelle. W5. Und weiter geht es, jetzt alle im Chor, Achtung, Haarspray Forever, Forever Haarspray. Und zwar habe ich diese schöne schlanke Tube hier geleert und wenn man die schon im Bad stehen hat, dann fühlt man sich auch gleich etwas edler. Ne? Das macht diese Tube, Dose, ich wollte schon Tube sagen, aber nein, diese Dose hier macht auch das schlichteste Bad zu einem Hingucker und stellen Sie sich vor, Sie kommen abends in Ihr Bad und okay. Ich muss besser werden. Aber auf alle Fälle hier das beste Taft aller Zeiten. Kann ich unterschreiben. Super. Ist halt Haarspray, ne? Dann nutze ich zurzeit eine kleine Probe. Die habe ich heute zum ersten Mal aufgetragen. Die habe ich letztens geschenkt gekriegt. Und zwar von Aven die Tolerance. Wohl für empfindliche Haut. Und kann ich noch nichts Schlechtes drüber sagen, auch nichts Gutes, war gut. Dann habe ich mal geschenkt gekriegt, im Sommer letzten Jahres von einer Freundin Fuß-Deo-Spray, was sie immer benutzt. Nicht, dass ich jetzt super brauchen würde, aber wie ihr wisst, ich war im Krankenhaus im letzten Jahr, konnte mich nicht so duschen, wie ich wollte. Und wenn die Leute dann da an den Füßen zugange sind, ne, wenn die dann müffeln, wollen wir alle nicht. Wir wollen auch nicht an Käsefüßen riechen, außer wir haben den Käsefußfetisch, gibt's auch. Dann ist so ein Antitranspirant für die Quanten gar nicht mal schlecht. Dann habe ich leer gemacht, habe ich von einer Kollegin vor einigen Wochen geschenkt bekommen oder ich glaube zum Geburtstag, genau, also Anfang Juli, den Kneipp-Pflegeschaum Blütenzart, weißer Hibiskus und Shea Butter. Roch auf den ersten Duftstoß unangenehm, für mich, ein bisschen chemische Keule, dann aber richtig gut und zum Schluss war ich richtig begeistert von diesem Schaum, habe ihn neben dem Bett stehen gehabt und habe mich so jeden zweiten Abend vor dem Schlafengehen schön hier mit diesem Schaum eingeschäumt. Kann ich empfehlen. Und wenn ich nicht so viel Cremezeug hätte, würde ich mir den glatt nochmal nachkaufen.
Dann geht es heiter weiter im Geschäft und zwar mit dem Balea Trockenshampoo. Wer mich kennt, weiß vielleicht, dass ich nach meinem Trockenshampoo-Test auf diesem hier hängen geblieben bin. Ich habe ja eigentlich gar nicht so blonde Haare und wenn ich dies benutzt habe, wirken die auch viel blonder, aber lasse ich nichts drauf kommen. Gefällt mir sehr gut. Dann, ihr wisst Bescheid, mein ewiges Hassliebe-Objekt, diese Sprühdinger fürs Bad. Ich habe jetzt mal die Billigvariante von Woolworth gekauft, für 1,99 € glaube ich, mit Kokos. Kokos gefällt mir gut. Die sind aber wirklich nicht so intensiv wie diese teuren hier. Also da ist schon so ein kleiner Duftintensitätsunterschied, obwohl ich damit nicht runterrutschen, auch sehr zufrieden bin. Ne? Geht ja nur darum, dass die Toilette nicht müffelt, ne? Wenn man Gäste hat. Dann habe ich aufgebraucht von Bath and Body Works diese Körperlotion. Die habe ich wegen der Verpackung mir bestellt gehabt. Ich habe die Verpackung gefeiert, aber den Inhalt mittel. Also riecht eindeutig nach Apfelsine, Mandarine, Zitrusfrüchten, Mango-Mandarine, genau. Hat aber auch so einen leicht bitteren Unterton im Geruch. Also Bitterorange, würde ich sagen. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Habe ich aufgebraucht. Verpackung ist einmalig der Knaller. Würde ich mir es wieder kaufen? Nein, weil Geruch hat mich nicht so angemacht. Dann habe ich leer gemacht. Jeder, der mich schaut, weiß, Aronal. Meine Stammzahncremes sind Sensodyne und Elmex. Dies ist die Elmex Sensitiv mit Aminfluorid, wobei ich sagen muss, die Sensitiv hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich habe sehr anfällige Zähne. Wenn man genau hinguckt, hier vorne, die Bröckeln kann man nicht sagen, aber die sind empfindlich. Ne? Die haben nicht so eine stabile Struktur. Und bei mir brechen leicht kleine Eckchen an den Zähnen ab. Und naja, der Putz rieselt eben, ne? Und dann sind die Stellen manchmal empfindlicher. Und heißt zwar sensitiv, fand ich aber jetzt nicht so sensitivisch, hittisch. Und dann habe ich geleert. Also nicht geleert, ist noch jede Menge drin, wie man sieht. Von Sally Hansen diesen Insta-Dry Nagellack-Überlack, Schnelltrocknungslack. Ich gucke gerade, ich habe geputzt, ob der Nagellack noch gehalten hat. Na, geht, ne? Naja, könnte besser sein. Der ist übrigens von Batalanten und ist Lilibeth Jubilee. Und jeder, der wie ich dem britischen Königshaus treu ist, der wird wissen, dass Königin Elisabeth als Mädchennamen, Kindernamen so Lilibeth hatte, so wurde sie gerufen und die hatte ihr Thronjubiläum und das war der leicht fliederfarben-silberne Lack, weil sie auch gerne Flieder trägt zum Thronjubiläum. Das ist ein Überlack, der ist jetzt zähflüssig und trocknet nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man hier so eine Demo machen kann. Ne, jetzt natürlich nicht. Jetzt sieht er perfekt aus. Aber er funktioniert nicht mehr auf meinen Nägeln. Dann habt ihr auch Bürstensammlungen? Ich habe Bürsten gehabt, das ist nicht normal. Und dann habe ich mal aussortiert. Die standen bestimmt teilweise 10, 15 Jahre rum. Noch die alten Fusseln drin, ne? Von vor 10, 15 Jahren. Und dann habe ich mir die angeguckt, welche Bürsten benutze ich noch. Diese nicht mehr, die kommt weg. Wollt ihr die von Namen sehen? Die sind ja nicht so, ne? Hier schön mit alten Haaren von vor 20 Jahren dran. Stand immer da rum. Und dann hier. Da sieht auch nicht viel besser aus, ne? Der Tangle-Teaser. Tangle-Teaser finde ich Rotze, also kommt in den Müll.
Was das richtig Beste ist, sind die Leichtkämmbürsten von Ebelin. Da müsst ihr mal nachgucken. Die sind 10-mal besser als so ein Tangle-Teaser-Zeug. Und hier auch noch so was. Das hat hier noch so atomare Knubbeln. Ich weiß es nicht, was. Das steht ewig, ne? Richtig schön eingeschleimter Zeug. Weg damit. Dann leer gemacht, im Urlaub in Holland gekauft, ein Macadamia-Shampoo. Fand ich nicht sonderlich, ne? Das sieht aber schön aus, ne? Sieht so marokkanisch, orientalisch aus. Gut aussehen tat es, aber hat mir nicht so gefallen. Dann aufgebraucht von Dr. Dennis Groß das Hyaluron Moisture Cushion. Meiner Meinung nach viel zu wenig drin, um da eine richtige Meinung zu entwickeln, aber war auch kein Kissen drin, ne? War halt Creme drin, war aber nicht schlecht, meine ich mich zu erinnern. Dann hatte ich auch schon aufgebraucht hier diese Klosteine W5 Vierfach Power Pure Flower, fand ich auch gut. Mülltrennung, wie ihr wisst, ich bleibe jetzt bei diesen Klosteinen. Hoffentlich. Wenn ich das jetzt sage, heißt das nicht, dass das nächste Woche auch noch so ist. Dann schmeiße ich weg, habe ich mir mal gekauft von Uma. Kleine Nagelsticker, ich nutze sie nicht, sie halten nicht. Und hinfort mit ihnen in den Orkus. Dann aufgetrunken, ich weiß gar nicht, ob das jemand von euch weiß, dass es bei Rituals auch Tee gibt. Da habe ich diesen schönen Tee geschenkt bekommen in dieser ganz toll gemusterten Verpackung, die super schön ist. Also so hätte ich gerne mein Bad gefliest, wenn mal der Lottogewinn kommt. Ich kriege auf alle Fälle hier so ein orientalisch gefliestes Bad, auf jeden Fall. Diese schmecken, soll grüner Tee Minze sein, schmeckt wie Omas Füße nach drei Wochen nicht gewaschen. Also Minztee geht irgendwie, grüner Tee geht irgendwie, aber beides zusammen geht irgendwie nicht. Und dann schmeckt er auch schon so ein bisschen, ne? Als wenn es schon länger gelagert war. Dann habe ich aufgebraucht, die fand ich super. Diese hier, diese Maske, war von Tony Moly bisher die angenehmste Tuchmaske mit Macchioli. Macchioli ist so ein, irgend so ein vergorenes japanisches oder koreanisches Gesöff, keine Ahnung. Also das habe ich jetzt nicht hinterher ausgelutscht, den Lappen, aber der war super. Macchioli, ich habe erst gedacht, das wäre Milch, aber das ist so ein vergorenes Zeug. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist von Montagne Jeunesse, diese Erdbeermaske, riecht total lecker nach Erdbeeren, trage ich mir mit dem Pinsel auf, hinterher schön abspülen, super, bestens, mag ich. Dann aufgebraucht, das ist auch von Bath & Body Works, das ist nur was für Kenner, ne? Das hat nämlich nicht so gerochen, als wenn man sich damit die Hände wäscht, das hat so richtig nach Pfefferminz-Kaugummi gerochen, aber unheimlich stark. Und gleichzeitig hatte das noch so ein, ups, Wasser aus einer Sprühdose. Dekadenter geht es nicht mehr. Aber ich zeige euch gleich eine Alternative. Dann, er hat es hinter sich, die Farbe steht mir nicht, er hat es erledigt. Dieser Nagellack hat mir eigentlich gut gefallen, weil er so schön changierend ist. Ich weiß nicht, ob man da noch irgendeinen auf Druck lesen kann. Aber der trocknet auch nicht mehr richtig und der ist auch schon etliche, upsa, wirklich etliche Jahre alt, ne? Also wer sich noch an die LE erinnert, dem wachsen schon die ersten grauen Haare, mit Sicherheit. Dann leer gemacht, das fand ich sehr gut. Und zwar von Dr. Dennis Groß. So ein Peeling, Zwei-Phasen-Peeling. So Tücher waren da drin. Ich weiß nicht, warum das jetzt so bräunlich verfärbt ist, weil es alt ist wahrscheinlich. Ist ja schon länger hier drin. Ist wahrscheinlich sauteuer. Fand ich super. Meine Haut hat sich danach richtig gut angefühlt. Aber ich weiß nicht, wo es das gibt.
und ist wahrscheinlich auch zu teuer. Hier haben wir, ist das die Umverpackung von dem Parfum eben, war das dieses? Wenn es das nicht war, dies roch auch super. Elisabeth Arden mag ich sowieso gerne und White Tea. Ja, jetzt haben wir noch hier ein paar Knüsselspunkte. Ich weiß nicht, was das ist, Papier. Und dann schmeiße ich weg diesen, was heißt das? Diesen hier, diesen Nagellack von Catrice. Da sollen eigentlich, wenn mich, seht ihr vielleicht, Glitzer drin sein. Da sieht man aber überhaupt nichts von. Der ist nur Schwatt und das sieht aus, als wenn man, ich weiß es nicht. Und dann hier noch eine Farbe vom Metal Shock. So Leute, das war's. Jetzt muss ich mich richtig sputen, dass ich noch zu meiner Verabredung komme. Aber ich zeige euch noch mal eben die Alternative zu diesem sinnlosen Metallwasserspray. Und zwar benutze ich auch schon seit etlichen Jahren parallel, habe ich mir mal im Dreierpack bei Amazon bestellt. Einfach solche Sprühflaschen. Die sind komplett verlässlich dicht. Die benutze ich seit 3 Jahren mit Wasser, ganz einfach. Und in das Wasser tue ich ein bisschen, ein paar Tropfen, bis mir das Verhältnis gefällt, so ein duftendes Bodyspray rein. Und dann kann man variieren. Der Sprühnebel, das hält wirklich bombenfest, wie oft ich das schon im Rucksack mit mir rumgetragen habe. Da passiert gar nichts. Der Sprühnebel ist super fein. Kann man irgendwas sehen? Ich sprühe jetzt nicht auf die Linse. Aber Sprühnebel ist super. Und man hat dann diese Erfrischung mit einem ganz leichten Duft, den man sich auch noch selber aussucht und mischen kann. Warum nimmt man diese Dinger nicht? Ich meine, die Metalldinger habe ich ja noch geschenkt gekriegt. Ne? Also ich habe mich auch gefreut. Ich mag das ja eigentlich, aber von meinem Bewusstsein her geht das nicht. So, und jetzt muss ich hier aber mal der Luzi Feuer unterm Hintern machen. Wie spät haben wir? Ich habe noch 20 Minuten. Ich muss noch wegräumen, weil die kommt ja gleich zu mir. Und dann geht es los. Ne? Bis bald.